Samstagabend, 22. Dezember 2018, kann man sich auf Sat.1 um 20.15 Uhr wieder ansehen, wie die Titanic gegen einen Eisberg kracht. Aber die aktuell unter Experten populärste Untergangstheorie widerspricht dieser bisher offiziellen Version der Geschehnisse. Der Untergang der AMS. Titanic ist der wohl größte Mythos der Schifffahrtsgeschichte, die über die Jahrzehnte Millionen von Menschen fasziniert hat. 2 Stunden und 40 Minuten nach der Kollision des legendären Luxusliners am 14. April 1912 um 23.40 Uhr mit einem Eisberg auf seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York versank der Dampfer gemeinsam mit 1514 Passagieren im eisigen Wasser des Atlantiks. James Cameron machte aus der Tragödie den damals erfolgreichsten, und mittlerweile zweiterfolgreichsten, Film der Geschichte, sein mit 11 Oscars ausgezeichnetes Katastrophenliebesdrama. Titanic mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen begeisterte allein 18 Millionen Kinoschauer in Deutschland. Aber ist das, was Regisseur Cameron mit größter Akribie und Liebe zum Detail 1997 auf die große Leinwand bannte, historisch wirklich akkurat? Dem neuesten Stand der Titanic-Untergangsforschung nach nicht unbedingt. Dass der Untergang eine Verkettung ungünstiger Umstände ist, gilt als unbestritten. Im Video, Deutschlands heißeste Polizistin postet Bikini-Foto, und ihre Fans drehen durch. Eine hochinteressante Theorie des irischen Journalisten und Titanic-Forscher Senan Moloney, der sich inzwischen die viele Experten auf dem Gebiet angeschlossen haben, besagt jedoch, dass gar nicht der Eisberg, sondern ein über Tage schwelendes Feuer im Kohlebunker die entscheidende Rolle beim Untergang der Titanic gespielt hat. Neue Beweise im TV-Doku Titanic, The New Evidence. Die Feuertheorie wurde auch schon 2004 prominent von dem Ingenieur Robert Essenhey von der Ohio State University vertreten, der meinte, der Kohlebrand hätte den Untergang stark beschleunigt. Moloney stürzt sich in Sam Taplins TV-Dokumentation Titanic, The New Evidence, die erstmals am 1. Januar 2017 auf dem britischen Channel 4 ausgestrahlt wurde. Auf damals neu aufgetauchte Fotos, die verdächtige, 9 Meter lange Rußspuren am Rumpf des Schiffs zeigen. Dieser Fährte war bisher noch niemand so sorgfältig nachgegangen. Moloneys Recherchen nach soll das Feuer in Kohlebunker 6 bereits vor dem Auslaufen der Titanic geschwelt haben. Es handelt sich genau um den Bereich, der mit dem Eisberg kollidierte. Und offensichtlich gab es bereits eine Schwachstelle oder einen Schaden an der Außenhülle an dieser Stelle, noch bevor die Titanic Belfast verlassen hat, sagte Moloney. Das war aber nichts so Außergewöhnliches für die Zeit der Kohledampfschifffahrt. Die einzige Möglichkeit, dagegen anzugehen, die Heizer schaufeln den Bunker so schnell wie möglich leer, um dem Feuer die Nahrung zu nehmen. Protokollen und Gerichtsaussagen zufolge hat es das Feuer tatsächlich gegeben, es sei jedoch bis zum Samstag, den 13. April 1912 gelöscht worden.
Doch die große Hitze von bis zum 1000 Grad habe die Außenwand porös gemacht und beschädigt, genau an der Stelle, wo später der Rumpf 300 Meilen vor Neufundland von einem Eisberg nach der Kollision aufgerissen wurde. Normalerweise hätte der Stahl dieser Naturgewalt standhalten sollen, meint Moloni. Metallurgie-Experten bestätigten dem renommierten Titanic-Forscher, dass ein derartiges Feuer die Struktur des Metalls um 75% schwächen kann. Als die Titanic mit dem Eisberg kollidierte, war der Schiffsrumpf so stark beschädigt, dass er einfach aufreißen konnte, erklärt Moloni. Keine 3 Stunden später war die Titanic versunken. Durch Feuer, Eis und kriminelle Nachlässigkeit, so Moloni. White Star Line wollte Bunkerbrand vertuschen. Die Reederei White Star Line wollte das Wissen um das Feuer stets unter Verschluss halten und bedrohte die Heizer und Feuerwehrmänner an Bord der Titanic. Die Passagiere sollten schließlich nicht beunruhigt werden. Moloni, man wusste von dem Feuer, doch es wurde runtergespielt. Die Titanic hätte niemals in See stechen dürfen. In den Unterlagen der Behörden war der Kohlebrand zwar schon 1912 dokumentiert, aber nicht als Ursache für den Schiffsuntergang in Betracht gezogen worden. Moloni zitiert in der Doku Feuerwehrmann John Dillay. Dort waren hunderte Tonnen Kohle gelagert. Ich habe mit 11 Mann das Feuer bekämpft. 4 Tage später wurde es schlimmer. Es hat bis Samstag gedauert, bis wir es löschen konnten. Die Kohle brodelte aber weiter. Wir durften nichts darüber erzählen. Nach Aussage des Cheffeuerwehrmannes Fred Barrett sei das Feuer durch die glutroterhitzten Wände auf die Kohlebunker 9 und 10 übergesprungen, die zur Zeit des Untergangs brannten. Das berichtet auch die New York Tribune in einem Artikel vom 20. April 1912. Das würde auch sehr gut erklären, warum das Schiff trotz mehrerer Eisbergwarnungen und entgegen aller Vernunft mit Volldampf in das Eisberggebiet raste. Denn die lange kolportierte Theorie, dass die Titanic um das blaue Band fuhr und einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen wollte, ist nicht plausibel. Dazu war das Schiff zu langsam unterwegs. Laut Moloni hatte die Titanic aufgrund eines Streiks vor dem Beladen in Belfast nur so viel Kohle mitführen können, um New York auf dem direkten Weg zu erreichen. Ein Bremsmanöver war bei der Geschwindigkeit sowieso unmöglich und hätte zudem dafür gesorgt, dass dem Luxusdampfer von New York die Kohle ausgegangen wäre. Deutscher Titanic-Fan widerspricht Theorie. Insgesamt eine faszinierende und argumentativ schlüssige Theorie, die aber auch auf Gegner trifft, so lässt zum Beispiel der Vorsitzende des Deutschen Titanic-Vereins, Malte Fiebing-Petersen.
in der SHZ Molonis neu entdecktes Fotos des Hußes am Rumpf nicht gelten. Ein Bunkerbrand kann eine Auswirkung auf den Untergang gehabt haben, aber das Foto ist kein Beweis. Ein Zusammenhang des mysteriösen Flecks mit dem Bunkerbrand kann ausgeschlossen werden. Das hätten Vermessungen ergeben. Die Filmstartskritik zu Titanic. Was James Cameron zu Senor Molonis spannender Theorie sagt, ist übrigens nicht überliefert. Gefallen dürfte sie ihm aber nicht, wenn sie tatsächlich der Wahrheit nahe kommt. Schließlich ist der Kanadier als Faktenfanatiker bekannt, der sogar einen Fehler im Nachthimmel auf der DVD-Ausgabe von Titanic nachträglich noch korrigieren ließ.